Hallo ihr da draußen und Dankeschön fürs Einschalten. Heute gibt es nochmal ein leckeres Pasta-Gericht und das machen wir erstmal mit einem schönen Bund Petersilie, was wir jetzt erstmal klein schneiden. Und natürlich brauchen wir dann noch ein bis zwei Zwiebeln, einfach klein schneiden und würfeln. Und ein bisschen Bauchspeck darf hier auch nicht fehlen, den schneide ich auch in schöne kleine Würfel. Da braucht man teilweise schon ein scharfes Messer und ein bisschen Kraft, weil er doch manchmal schon relativ schwer zu durchschneiden ist. Dann etwas Rapsöl in eine Pfanne geben, alternativ Olivenöl, und dann erstmal für 2-3 Minuten die Zwiebeln andünsten und dann die Peperonis zugeben. Und jetzt gebe ich noch die 2 Knoblauchzehen hinzu und ca. ein Drittel unserer Petersilie. Den Rest brauchen wir noch für später. Und das Ganze lassen wir dann für weitere 2-3 Minuten noch kurz in der Pfanne. Und im nächsten Schritt geben wir schon unseren Speck hinzu. Ihr könnt natürlich auch Schinkenwürfel alternativ verwenden. Bei diesem Bauchspeck lasse ich den etwas länger anbraten, damit er schön knusprig wird. Und so sieht das Ganze nach ein paar Minuten aus. Und das Ganze wird jetzt noch mit Tomatenmark ein bisschen angedickt. Und nach wenigen Minuten in der Pfanne löschen wir das Ganze mit unseren passierten Tomaten oder Tomatenstücken und ein bisschen Weißwein ab. Und das Ganze gießen wir dann immer wieder mit ein bisschen Kochwasser von den Nudeln ab, damit das Ganze schön sämig wird. Und ganz zum Schluss machen wir die Flamme aus, geben die Petersilie hinzu, noch ein guter Spritzer Olivenöl, rühren das Ganze um und wir können das Ganze dann schon mit der frisch gekochten Pasta eurer Wahl servieren. Ich wünsche euch schon mal viel, viel Spaß beim Nachkochen und vor allem guten Appetit. Und wenn ihr es schärfer haben wollt, probiert anstatt Rapsöl doch einfach mal Chiliöl aus. Wenn ihr eher Lust habt auf was Süßes, probiert doch einfach mal den French Toast, schmeckt super mit Zimt, oder alternativ empfehle ich euch die süßen Birnen mit Rotwein, schmeckt super mit Vanilleeis. Und ich freue mich natürlich über einen Kommentar eurerseits und natürlich ein Abonnement und ich sag dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!